dann Porsche Cayenne. Das reicht mir bei weitem noch nicht. Doch stell ich mir schon ganz was anderes vor, dass mein Herz vielleicht erschlagen wird. Bergbauernburm. Aber das gestern war schon wieder mega, oder? Unglaublich, echt. Aber so cool. Die Leute so cool drauf. So textsicher einfach. Also, ihr wisst nicht, was wir da aussetzen können. Na, brutal. Aber jetzt freue ich mich trotzdem auf daheim, weil jetzt habe ich erstens Hunger. Ich kenne dich. Da kann man ein bisschen entspannen, ein bisschen abschalten, ein bisschen spazieren gehen. Herrlich, die Heimfahrt da rein ins Tal, das ist ja. Immer wieder schön, gell? Immer wieder schön, ja. Das Wichtigste, gut heimkommen. Melissa Naschenweng ist mit ihrem Lederhosenrock die Überfliegerin der österreichischen Musikszene. Ihre Alben sind mehrfach mit Platin ausgezeichnet und in nur 3 Jahren wurde sie gleich 4-mal mit dem wichtigsten österreichischen Musikpreis, dem Amadeus Award, ausgezeichnet. Schon vor der Pandemie absolvierte die temperamentvolle Sängerin etwa 180 Auftritte im Jahr. Die Kraft dafür holt sich der Topstar in ihrer Heimat, dem beschaulichen Kärntner Lesachtal. Hier, wo sie am Bergbauernhof von Papa Andreas aufwuchs, sah sie als Kind mit ihren kurzen Haaren aus wie ein Bub. Daher ist ihr Markenzeichen, die pinke Farbe, auch ein Statement. Schaut's her, ich bin ein Mädel. Und was für eines. Ja, die Nostra ist ein sehr, sehr kleines Dorf. Ich glaube, mittlerweile sind 30 Einwohner. Und bei uns kennt generell im Tal jeder jeden. Und das ist einfach das Schöne. Und ich bin da ganz wildromantisch eigentlich. Die ersten 3 Jahre meiner Lebenszeit habe ich da auf der Nostra verbracht. Und ich war immer auf Achse. Also meine Mama sagt, ich war nie zum Niederlegen. Also mittags schlafen war eine Strafe. Und dann war natürlich das Highlight der Traktor. Also da sind wir ja immer zum Boleiersee gefahren. Mein Opa hat oben die Hütte bewirtschaftet und wir haben die Lieferung aufgetransportiert. Und das war für mich als Kind einfach das Schönste, wenn ich gewusst habe, heute fährt der Papa mit dem Traktor zum Boleiersee. Da war ich immer dabei. Ich singe ja nicht umsonst so viel von der Heimat, deswegen nehme ich die Heimat mit auf die Bühne. Aber die Sehnsucht nach daheim, die ist einfach da und die ist Teil von mir. Ich will die gar nicht loswerden. Es ist irgendwie so eine Vorfreude auf etwas. Hallo Mama. Jo, hallo. Servus. Hey. Grüß dich. Hallo. Ja, Melissa. Noch nicht ganz fertig, oder? Hi. Kannst du mir nachher gleich bitte helfen? Yes. Helfen. Servus. Und? Cooles Essen heute. Ja, dann gibt's mal mein Lieblingsessen. Papa gibt's Schnitzel nochmal, für mich gibt's heute einmal Kropfen. Irgendwann, du bist schon fertig. Ja, also die zwei sagen immer zu mir, ich weiß nicht, wann du einmal erwachsen wärst, aber du kannst gern immer unser Kind bleiben. Meine Oma sogar immer noch als Kind unser Kind haben. Das genieße ich natürlich sehr. Die Mama organisiert einfach alles. Die macht das mit der Post, die macht das mit der Bank, die macht das mit meiner Wäsche. Könnte mir nicht vorstellen, wenn die Mama nicht war, wäre das wahrscheinlich ein Fremder. Also ich hätte ja einfach keine Zeit, das zu machen, aber das kann halt ein Fremder nicht ersetzen, eine Mama. Und der Papa ist halt der Best Friend, der da mit mir unterwegs ist. Herrlich. Erdäpfelkropfen ist für mich einfach das Beste, was es gibt. Also da kriege ich so viel Kraft, da habe ich so Freude beim Essen, weil ich esse einfach so gern und am liebsten was Gutes.
Das ist einfach mein Lieblingsessen, immer schon gewesen. Und Oma, ihr Rezept ist einfach sensationell. Also, wenn wir da heimkommen, alle miert sein, Koffer ausladen, einsitzen und ein paar Erdäpfelkropfen essen, das ist so irgendwie so, keine Ahnung, ja, das Paradies auf Erden. Mama, wann hat es das früher immer gegeben, Bank? Ja, das hat es oft bei besonderen Anlässen gegeben. So wie wenn wir heimkommen? Ja. Wir sind fast eigentlich immer sonntags in die Kirche gegangen, da hast du immer dein schönstes Gewandel umgelegt. Ja. Und du bist bei mir nie in die Bank gesessen. Du bist immer ganz nach vorne, wo die Oma gesessen ist. Lesen hast du eh nicht gekannt, aber so laut gesungen. Bei der Oma. Die Mama hat Halleluja, gesungen. Die Mama. Kleine Ettel gespielt, gell? Ja, war ja einmal kurz. Ja. Das allererste Solo war halt in der Kirche, das weiß ich. St. Martin. Aha. Ich war der Bettler. Aha. Ich brauch so meine Leute und ich brauch halt einfach den Tag. Den einen Tag in der Woche, wo ich daheim meine Ruhe habe und einfach runterfahren kann und zur Oma Kaffee trinken. Das ist so meine, keine Ahnung, wie sich andere einteilen, dass sie einmal die Woche sich mit Freunden treffen oder Nägel machen oder was auch immer. Muss ich zur Oma. Omale! Hallo, ist es hier? Ja, hallo! Mein und ein Opa sein Kind, kann ich dich schon gewöhnen. Ja, da ist er. Meinst du, ja. Meinst du, was der Opa für Freude hat, wenn du heute so ins Fernsehen strahlst? Wie? Wenn du so strahlst, was meinst du, wie der Opa strahlt heute? Ja, ja. Nein. Wir haben allem geschaffen, wir zwei. Wir sind ein Team, gell? Der liebt bedingungslos. Egal, ob ich erfolgreich bin, ob ich nicht erfolgreich bin, die mag mich einfach so, wie ich bin. Und ich glaube, dass ich die Leute einfach ganz, ganz dringend brauche. Ich sage, die Melissa ist ganz ein temperamentvolles, fröhliches Kind gewesen und war motiviert von ihrer Oma zum Kirchenchor singen. Sie war einfach begeistert und du hast gespürt, die Melissa mag singen, die Melissa kann singen. Und ich würde sagen, die Melissa ist erblich farbbelastet im positiven Sinn. Weil der Opa schon Steirische gespielt hat, Papa spielt Steirische, die Oma Kirchenchor gesungen. Und was wird denn anders übrig bleiben? Das ist richtig. Für Melissa war die Ziehharmonika Liebe auf den ersten Blick. Doch verheißungsvoll waren ihre Anfänge ganz und gar nicht, hatte sie doch mit großer Nervosität zu kämpfen. Der Papa hat mich auch mit seinem Volaiersech auf die Bühne genommen und ich wollte ja auch nicht singen. Ich war immer so nervös, dass ich eigentlich vor alle Auftritte, fünf im Jahr, ich habe halt fünfmal einfach keine Stimme gehabt, weil ich so nervös war. Und dann bin ich studieren gegangen und dann war so ein Wettbewerb da im Lesachtal und dann hat mich der Papa da angemeldet. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann hat gesagt, wohl, jetzt probier einmal. Und da bin ich dann Zweite geworden. Und dann war da so ein Produzent, der gesagt hat, boah, eigentlich hatte ich was andere nicht haben, die ist authentisch. Und das natürlich. Und dann hat er gesagt, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen Lieder zu schreiben. Ich gesagt, ja, so nebenbei, bin studiert. Ja, können wir eh machen. Da war aber gleich Musikantenstadl, immer wieder sonntags. Ist mir fast zu schnell gegangen. Und der Papa hat sich halt gefreut wie ein neuer Schilling. Wir hier. Unser Talent für Österreich. Melissa Naschenweng, ein wunderschönes Lied. Ich lieb dich. Bitte sehr. Ziehst mein Herz zu dir hin, weißt mich magst, wie es mich magst und mich nie zu viel fragst. Mit dir lebe ich mein Traum, bei dir bin ich daheim. Mit dir ist einfach schön, durchs Leben zu gehen. Und die erste Fahrt Deutschland bleibt auch in Erinnerung, weil da habe ich halt echt Rotz und Wasser geblärt. Kein Berg mehr, keine Heimat mehr. Ich bin einfach von daheim nicht weggekommen. Und dann hat mich der Papa nach Shanghai geschickt. Und das, also das, ohne das Shanghai würde ich heute nicht da sitzen. Niemals. Was das Heimkommen betrifft, da bist du eh wie ein Bumerang. Ja, was soll ich machen mit einem Handy an? Das haben wir damals schon einiges mitgemacht. Kannst du dich erinnern, in China? Ja, mein Gott. Ja,
Da haben wir die erste Krise gehabt in unserem Leben, gell? Nein, du wolltest. Und dann wolltest du wieder nicht. Ja. Und dann zwei Tage vor dem Fliegen wolltest und am Tag beim Fliegen wolltest du wieder nicht. Und dann bin ich aber nicht mehr, habe ich eigentlich nicht mehr gewusst, was man tun soll. Und dann habe ich gesagt, Melissa, du musst einmal weg von daheim, damit du einmal die weite Welt auch kennenlernst und nachher bist du geflogen. Also es war hart für mich und für dich auch. Dann habe ich Mitternacht angerufen und habe gesagt, Mama, ihr müsst mich holen, weil ich stirb. Ich gehe drauf an dem Heimweh. Ich war so eine Zirbenbildstelle mitgehabt von meiner Tante. Das habe ich da gedruckt und ich habe mir gedacht, nein, wenn mich jetzt nicht einer holt, das war es einfach. Und den zweiten Tag bin ich dann auf die Bühne und dann habe ich da oben gesungen, ein bisschen Frieden und ein bisschen Ziehharmonika gespielt. Und bin ich dann noch oben und habe mir gedacht, hey, das ist ja mein Leben. Ich war einfach jeden Tag bis in der Früh unterwegs und habe einfach so eine Freude gehabt da unten mit den Chinesen. Die haben so eine. Die sind so abgegangen und haben das aber nicht verstanden. Und dann haben wir einfach gemerkt, man muss Musik ja nicht einmal verstehen. Man muss sie einfach spüren. So. Eigentlich ist mein Leben auf der Bühne. Super. Und das hätte ich ohne den Flug niemals gespielt. Und da muss ich meinem Papa einfach heute noch Danke sagen. Ich bin ja Trennungskind und man kennt ja viele Geschichten von Trennungskindern und das geht echt nicht immer so gut aus wie bei mir. Aber meine Mama war da echt so, sie hat gesagt, ja, Andreas, du kannst die Melissa immer jederzeit, wann immer du willst, holen. Und wenn die Mama das nicht erlaubt hätte, ich würde auch heute nicht das, ich weiß ja nicht, was aus mir geworden war. Und der Papa sagt immer, die Mama und ich, wir sind best friends forever. Das ist einfach das Schönste für ein Trennungskind, wenn sich die Eltern so verstehen. Und ich glaube, dass das für mich auch sehr wichtig ist, weil eine Spannung zwischen Mama und Papa, das hinterlässt Spuren. Und das war bei mir Gott sei Dank nicht so. Herrlich. Einer fehlt heuer leider. Melissas so geliebter Großvater, der 2021 verstarb. Sein Lieblingsort war die Hubertuskapelle am Weg zum Wolaiersee. Opa Andreas gab seiner Enkelin gern wertvolle Ratschläge fürs Leben. Lass die bitte nie verbirgen und keiner soll sagen, du sollst dein Instrument wegtun, die gehört zu dir. Auch wenn es jetzt Schlagernacht, es hat halt dann oft einmal so Phasen gegeben, was die Ziehharmonika überhaupt? Der hat immer gesagt, Melissa, du und deine Ziehharmonika, ich kann nicht nur das anschauen und das bist du. Und er hat halt einfach zu mir gesagt, Melissa, egal wie groß die Bühne einmal wird, vergiss nie, woher du kommst. Mit dem Opa, ihrem Hauptschutzengel, fühlt sich Melissa weiterhin so stark verbunden, dass sie ihn notfalls heute noch gern um Hilfe bittet. Wer mich kennt, der weiß halt, Opa und ich, das war eigentlich unzertrennlich und er wollte immer 100 Jahre alt werden. Und er hat da wirklich bis zum Schluss alles probiert und es war irgendwie für mich halt der erste Mensch, der mir so nahe ist, der dann gegangen ist. Und dann war irgendwie der Moment, ja, jetzt geht man sich verabschieden und habe halt seine Hand genommen und dann habe ich gesagt, Opa, wenn du jetzt irgendwo da bist, gib mir bitte ein Zeichen, wo bist denn du? Und in dem Moment, wo ich die Augen zumache, das ist jetzt wirklich, das war wirklich so, geht der Fernsehen an, die Fernbedienung liegt aber hinten beim Fensterbankel und ich stehe auf der Bühne und sage so auf, das war das Letzte, was er wahrscheinlich gesehen hat und das war echt so quasi, ich bin oben im Himmel. Und er lebt in meinem Herzen weiter und ich weiß, dass er unglaublich stolz sein wird, wenn er das jetzt da mitkriegt, dass da eine Dokumentation läuft und wenn er die Oma dann sieht. Ich kenn beinahe jeden Berg, hab vom Baumriesen gehört und das Erhaben. Dass du das Größte bist, bis sie mir vorstellen kann. Ja, dass du das Größte bist, bis sie mir vorstellen kann. Ja, ich glaube, ohne Liebe kein Leben. Und Liebe ist halt einfach ein Gefühl, das die Seele berührt. Und ich glaube, einfach alles, was von Herzen kommt, kann auch andere Herzen berühren. Man ist ja, glaube ich, auch auf der Welt, dass man Liebe spüren darf und auch Liebe geben kann. Und
Man kann sich natürlich auch ohne Liebe wahrscheinlich im Leben fortbewegen, aber es hat für mich keinen Sinn, weil es einfach so schön ist. Wenn Melissa in der wunderschönen Kulturlandschaft ihres Daheims auf den Berg geht, denkt sie auch schon einmal zurück an ihren steinigen Weg und den holprigen Start. Die schafft's nie, hieß es da. Und eine Austropop-Ikone nannte sie bei einem Casting gar ein Nougat ohne Füllung. Doch Melissa wollte es allen zeigen und sprang über ihren Schatten. Es war wirklich schwierig. Es war echt, echt schwierig. Der Papa ist einfach nie mehr zum Schlafen gekommen. Der hat einfach alles getan dafür, wo noch keiner dran geklappt hat, dass es irgendwie geht. Er hat dann gesagt, wir fangen den Weg an und ich gehe mit dir fertig. Er hat dann sein Gasthaus verpachten müssen, weil er einfach nur mehr mit mir unterwegs war, weil wir waren in ganz Europa unterwegs. Da hat man schon müssen noch viel einstecken. Also, was will er denn mit der? Will er ist der ein Star machen? Und was glaubt denn die? Und die kann ja nichts. Ich war wirklich für viele eine Lochnummer. Es hat mir immer so wehgetan, mir hat es auch für den Papa so wehgetan, weil er sich einfach so eingesteigert hat in das Ganze. Und irgendwie habe ich immer versucht, ihn stolz zu machen, aber es ist mir einfach am Anfang noch nicht geglückt. Es hat das Management nicht gepasst, es hat die Lieder nicht gepasst. Und ich habe irgendwie gedacht, will ich das? Will ich, dass ich da anfange, einen Stempel hinterlasse mit, die kann ja nichts, und dann gehe ich wieder? Nein, ich muss da jetzt was gut machen, ich muss jetzt Gas geben. Und irgendwann habe ich dann Gott sei Dank das richtige Team gefunden. Und dann war ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe teilweise noch nicht die richtigen Lieder gehabt, aber die Leute haben einfach gespürt, ich meine es ehrlich. Und ich möchte immer in die Leute das Gefühl geben, hey, ich bin eine von euch. Und ich glaube, dass das irgendwie das Erfolgsrezept war. Es kommen ganz viele her, die sagen, so geht's oder so geht's oder so geht's. Es muss mit einem übereinstimmen. Also man soll nichts spielen, was man nicht selber ist. Und dann glaube ich, dass man ganz, ganz, ganz viel Geduld haben muss. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, habe aber mich 7 Jahre gedulden müssen, bis ich das erste Mal gespürt habe, jetzt könnte es sein, dass was geht. 7 Jahre und 7 Jahre daran lang. Und ich bin auch nie so ganz zufrieden. Und ich glaube aber, dass man ganz zufrieden auch nicht sein darf. Wenn ich jetzt sage, wow, das, was ich jetzt erreicht habe, ja, ich bin zufrieden. Komme ich da noch weiter? Man muss einfach ständig an sich arbeiten. Und ja, ganz zufrieden weiß ich nicht, wann ich dann bin. Also, natürlich freue ich mich über Erfolge. Ich freue mich auch zum Beispiel über den Amadeus, freue ich mich natürlich sehr. Weil was ist denn ein Künstler ohne sein Publikum? Nix. Und in den Amadeus ging der Preis in der Kategorie Schlager Volksmusik an Melissa Naschenwenk. Jetzt sitze ich da zum 3. Mal in Folge und habe den größten österreichischen Musikpreis in meiner Hand. Ich glaube, das ist einfach nichts Alltägliches und die Freude ist einfach riesengroß. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe schon letztes Jahr nicht gewusst. Ich habe da draußen anscheinend wirklich ein sehr, sehr treues Publikum und ich möchte mich bei euch wirklich von ganzem Herzen bedanken. Danke, dass ihr mich so nehmt, wie ich bin, dass ihr mit mir die Bodenständigkeit feiert, dass ihr das akzeptiert, dass ich so bin, wie ich bin, mit Ecken und Kanten. Und eins möchte ich euch sagen, ich bin und ich werde immer eine von euch bleiben. Und danke natürlich an mein gesamtes Team für die großartige Unterstützung. Es macht riesengroßen Spaß, mit euch zu arbeiten und ich bin noch lange nicht fertig. Auf euch. Dankeschön. Also man muss alles geben, um was zu erreichen, weil wenn es leicht war, könnte es eh jeder machen. Und ich habe mich dafür entschieden. Ich werde nie jammern. Ja, da braucht es einfach, ja, ein Kämpferherz und man braucht ganz, ganz, ganz viele Leute, die hinter einem stehen, aber die vom eigenen Feld sein. Also man braucht die eigenen Leute, man braucht die familiäre, die freundschaftliche Unterstützung. Sonst ist das nämlich ein sehr einsames Leben. Die Melissa ist ein Mensch, der sich Gott sei Dank sehr schwer verstellen kann. Also wenn sie traurig ist, ist sie traurig. Ich glaube, das sieht mir auch an. Wenn es zum Lachen ist, ist es zum Lachen. Sie kann die Emotionen sehr schwer zurückhalten. Aber ich glaube, das ist einfach das, was die Melissa ausmacht, dass sie auch die Menschen und die Herzen so erreicht. Bist wie die klare Winterluft im Gesicht, wie der Sommerregen auf der Haut.
klarer Bergkristall im Sonnenlicht. Wir der März, der sanft die Gletscher taut. Wir Wiesen voll mit wildem Mond. Wir Wasser, das durch Storner rinnt. Wir Eichenbaum, der stark sein kann. Stehst wie die Nordwand da im kalten Wind. Alles, was ich spür, ist es dir Gefühl in mir, wenn ich bei dir bin. Jodler, der in die Berg verheult. Wie Echo, das im Herz verklingt. Wie die Sonne, die hoch am Himmel steht. Wie der Nebel, der sanfte Schatten zirkt. Wie das Heimatgefühl, das nie vergeht. Wie ein Adler, der zum Gipfel fliegt. Alles, was ich spür, ist es dir. Wenn ich bei dir bin, alles, was ich spür, ist das Schöne. Ich bin wieder aufgetankt. Schau mal das Tagelohn heute. Ein Traum. Wahnsinn. Traumhaft. Ja, schau ganz frisch aus wieder. Ja, was auch da, was auch da daheim bewirkt. Ja, Heimat. Gutes Essen. Gell? Wie lange fahren wir jetzt? 4 Stunden? Weil sie heute nicht ausgehen lassen. Sind wir schon da? Nein, sind wir noch nicht. Nein, jetzt müssen wir schreiben und dann. Ein bisschen schlafen, ein bisschen singen. Ein bisschen schlafen, genau. Ist. Aber dein Herz wird klagen, für mich das ist gewiss. Vielleicht hast du ja nur an dich gedacht, dass du es ohne mich einfach leichter hast. Wer kann denn schon wissen, wie weh es tut? Denn für die Liebe, da braucht's an Mut. Ich glaub, du hast noch nicht kapiert, dein Stolz, der gewinnt, dein Herz verliert. Ich gehe da auf und es ist die schönste Sucht, die es auf der Welt gibt. Ich spüre das ja so intensiv, die Energien, was da herkommen, die freundlichen Gesichter, die Leitstrollen. Und ich weiß genau, dass der da mitsingt. Das habe ich mir wirklich, wirklich hart erarbeitet. Und dann freust du halt natürlich noch mehr, weil es einfach nicht geschenkt ist. Es ist einfach ehrlich erarbeitet worden mit viel Schweiß drinnen und Herzblut.
Und wenn Melissa Naschenweng ihre Heimat wieder vorübergehend verlässt, hat sie oft Opas Worte im Ohr. Melissa, egal, wie groß die Bühne einmal wird, vergiss nie, woher du kommst.